Paris. I live in Paris. Je suis d'Egypte. Freilernen heißt, die Kinder laufen ihren Rhythmus so, wie sie ihn brauchen. Und das ist auch in Ordnung so. Was bringt es einem, wenn man direkt weiß, was die Wurzel von 2550 ist? Das braucht man nicht. Ein Leben ohne Schule. Für Freilerner ist das Wirklichkeit. Die Kinder entscheiden selbst, was und wann sie lernen. Ohne Lehrer, ohne Lehrplan. Man hat nicht diesen Druck in der Schule. Also man ist deutlich freier halt. Freiheit statt Stundenplan. Ohne Schule ist vieles möglich. Ein ganz anderes Leben. Wenn sich Tobias sonntagmorgens um 7:30 für die kyrillische Buchstaben interessiert, dann beschäftigt er sich eben damit, weil er es freiwillig tut. Doch reicht das, wenn Kinder nur lernen, wenn sie Lust dazu haben? Also wir hatten schon gräußliche Situationen, dass meine Kinder abgefragt wurden von anderen Eltern, die nicht glauben konnten, dass die überhaupt was können, weil sie doch nicht in die Schule gehen. Viele Leute haben das Vorurteil, dass Freilerner sozial inkompetent sind. Muss man aushalten als Eltern, dass dann viele sagen, was, er ist schon 8 und kann noch nicht lesen? Dann denken viele Erwachsene, die Welt geht gleich unter. Und nicht in die Schule gehen ist eine Straftat in Deutschland. Freilerner müssen sich verstecken. Sonst wären die Nachbarn auf uns aufmerksam geworden und hätten dann vielleicht die Polizei gerufen oder was auch immer. Acht Uhr morgens. Eine alte Dorfschule irgendwo in Frankreich. Hier wohnt eine deutsche Familie mit ihren 3 Kindern. Sie wohnen in der ehemaligen Schule. In eine Schule gehen ihre Kinder nicht. Mutter Tanja hat heute den Weckdienst. Runa ist die Jüngste. Die 9-Jährige war nie in der Schule und nie im Kindergarten. Ihre 11 Jahre alte Schwester Jannika hatte nur bis zur 2. Klasse Unterricht. Seit 2 Jahren wohnt die Familie mittlerweile in Frankreich. Ihr Alltag ist jetzt ganz anders als zu Schulzeiten. Bei euch geht's morgens ganz entspannt los. Genau. Ganz ruhig, ganz langsam. Haben ja viel Zeit, wenn ich nicht gerade zur Arbeit muss. Aber heute ist natürlich alles anders durch den Schnee. Gut, Runa. Sieh dich an. Tobias ist gelernter Koch und Sozialarbeiter und arbeitet in einer Jugendeinrichtung. Mädels. Die Älteste ist die 13-jährige Yolanda. Hi, Süße. Magst du mit raus? Heute dürfen die 3 direkt raus in den Schnee, obwohl sie morgens eigentlich immer das Frühstück machen. Ist es so, dass die Kinder morgens schon unterschiedliche Aufgaben haben? Ja, weil ich das schon so sehe, dass wenn sie den ganzen Tag zu Hause sind, ich halt nicht, weil ich arbeiten gehen muss, dass sie schon sich einbringen sollen im Haushalt. Also wenn sie in der Schule wären, dann wären sie morgens 4, 5, 6 Stunden weg. Dann hätte ich ja Verständnis dafür, aber so möchte ich ganz gerne, möchten wir beide, dass sie das sich auch einbringen. So unbeschwert konnten die Kinder nicht immer draußen spielen. Als die Familie noch in Deutschland wohnte, mussten sie sich vormittags verstecken. Eltern drohen Bußgelder und sogar Haftstrafen, wenn sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Es war schlimm, weil wir waren die ganzen Morgen waren wir drin und durften nicht raus, weil wir hatten immer Schiss wegen den Nachbarn und keine Ahnung. Man hat sich irgendwie da so eingesperrt gefühlt. Da gibt es nun mal einfach die Angst, dass das Jugendamt einem die Kinder wegnehmen kann. Das ist natürlich die größte Angst. Dieser Begriff Kindeswohlgefährdung steht dann plötzlich im Raum und dann kann da recht schnell gehandelt werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass man dann eben als Familie gucken muss, dass man recht schnell dann einfach ins Ausland geht. Frühstück! Wie finden das deine Freunde, Yolanda, dass die morgens in die Schule gehen müssen? Das ist ganz unterschiedlich. Also manche sagen, ja, Schule ist cool und ich will dahin gehen. Dann sagen sie wieder, ich will morgens auch ausschlafen und so. Aber ich schlafe ja auch meistens nicht aus, weil die Mama mich davor weckt.
Die 13-jährige Yolanda war bis zur 3. Klasse in 2 Schulen, einer Waldorf- und einer Montessori-Schule. In beiden kam sie nicht gut klar. Das fand ich total schlimm. Ich war da ewig oft krank. Ich glaube, ich war mindestens ein halbes Jahr am Stück so krank oder nicht in der Schule und hatte auch Kopfweh und so. Und das war nicht schön. Yolanda war es zu laut. Sie fühlte sich gestresst, selbst in der Waldorfschule. Als es auch nach dem Schulwechsel nicht besser wurde, meldeten die Eltern sie und ihre Schwester ab. Jetzt in Frankreich ist der Druck weg, aber der unfreiwillige Umzug ins Ausland ist ein hoher Preis, den die Familie für freies Lernen zahlt. Eine befreundete Freilernerfamilie lebt nur ein paar Dörfer weiter, ebenfalls in Frankreich. Hier ist gerade Lernzeit für den 12-jährigen Finn und seine 14 Jahre alte Schwester Magali. In der Schule war sie so, da hat sie sich nicht getraut auszudrücken, sie war sehr schüchtern. Kam sogar mal vor, dass sie sich nicht getraut hat, auf die Toilette zu gehen. Und in dieser Anspannung kam sie nach Hause und so im späten Nachmittag habe ich gemerkt, jetzt löst sie sich wieder. Und es gab so einen Auslöser, da hat sie morgens sich an der Heizung festgekrallt und gebrüllt, sie geht jetzt nicht. Und ich wusste in dem Moment, jetzt muss ich was ändern. 5 Wochen durfte Magali testweise zu Hause bleiben und lernte in dieser Zeit lesen. Damit war die Entscheidung gefallen. Das war vor 8 Jahren. Heute stehen die Geschwister um 7:30 auf, um 8:30 ist Lernzeit. Das ist so normalerweise unsere Zeit, aber ab und zu kommt etwas dazwischen. Wir machen dann irgendwie was anderes oder haben draußen eine Aktion am Laufen. Keine Ahnung, Zaun ziehen oder sowas, oder Stall bauen. Und dann verschiebt sich das alles eher auf den Nachmittag. Es war auch schon ab und zu so, dass wir irgendwann um 11 abends gelernt haben, nachdem ich dann von meinen ganzen Aktivitäten nach Hause gekommen bin. Finn und Magali arbeiten wie viele Freilerner am Computer mit speziellen Lernprogrammen, die es für jedes Fach gibt. Also ich bin ja gerne draußen und deswegen mache ich Tiere. Also ich gehe auf Biologie, dann mache ich Tiere und dann kann ich mir die verschiedenen Tiere aussuchen. Was für andere Sachen machst du dann manchmal noch mit? Er macht ganz viel Mathe und Deutsch. Da steht die Mama drauf. Jeden Tag macht er das. Aber nicht am Computer, sondern so. Du hast es nur vergessen zu sagen. Finns Mutter Claudia ist Sozialpädagogin und arbeitet überwiegend von zu Hause. Guck mal, haben wir die alle da? Wir machen Apfelstrudelteig. Und wir vermischen das mit Mathematik. Kochen ist prädestiniert dafür, Mathe einfließen zu lassen. Wir haben jetzt hier das Problem, dass wir einen 8 Liter doppelt nehmen müssen. Und jetzt, da wir gerade am Bruchrechnen sind, ist es natürlich perfekt. So, Finn, guck mal. Wie viel ist denn jetzt hier ein Achtel? Sowas. Genau, und jetzt brauchen wir die doppelte Menge. Das heißt, wie viel brauchen wir? Ein 16. Wenn du ein 16 machst, wie viel hättest du dann? Dann hätte ich 18 Teile. 16 Teile, ist das das Doppelte? Nö. Ist die Hälfte. Guck mal, fällt dir was aus, wie viel das sind? Wie viel sind denn 2 Achtel? Das sind genau, als wenn man das umgedreht hätte, dann wären das 1/4. Genau. Dann kannst du das mal abwiegen. Eins tiefer. Was das jetzt heißt? Until heißt bis. Das sind diese Redinger, wenn du we didn't eat until midnight. Oh, da gibt es auch Fragen, die du nicht beantworten kannst. Ich meine, je älter die Kinder werden, jetzt Magali auch, je weiter sie kommt. Ich meine, hast du das alles auf dem Schirm? Ganz und gar nicht. Ich habe ja auch meine Vorlieben und Interessen. Dadurch bin ich sehr froh, dass es erstens Internet gibt. Zweitens, dass mein Mann viele Sachen weiß, die ich nicht weiß. Bleiben Fragen erstmal unbeantwortet, müssen Verwandte oder Freunde ran. Nimm mal ein Messer, bitte mal drüben. J'aime ma mère. Aber je älter Magali wird, desto häufiger wird die Familie mit der gleichen Frage konfrontiert. Jeder fragt uns, ja, das ist ja ganz nett, aber was macht ihr denn dann? Je suis. Wenn sie mal keinen Abschluss haben. Magali und ich haben hin und her überlegt, wie wir es machen und haben gesagt, es ist wahrscheinlich doch das Einfachste, dass man hier die regulären Abschlüsse anstrebt. Erstens als Befriedigung für die Gesellschaft, dass man zeigen kann, hey, die können das auch. Und dann natürlich, klar, im Hinblick auf Berufsleben braucht man natürlich irgendwas, um vorzuweisen. Das ist wahrscheinlich heute immer noch der einfachere Weg. Ob dieser Weg tatsächlich einfach ist, nach 8 Jahren ohne Schule? Magali will trotzdem in 6 Monaten versuchen, den Hauptschulabschluss zu machen. Auf geht's.
Im Dorf haben sie kaum Kontakte zu gleichaltrigen französischen Kindern. Darum verbringen beide Familien viel Zeit unterwegs im Auto. 40 Kilometer, fast täglich. Musikschule und Sportvereine sind in Deutschland. Für mich ist ja das Prinzip des Freilerns, dass sie ihre Interessen nachgehen können. Und ich möchte meinen Kindern natürlich auch Sachen ermöglichen. Gerade weil sie nicht in die Schule gehen, ist für mich jetzt besonders wichtig, dass sie den sozialen Kontakt haben in der Stadt über die Musik und den Sport. Die Konsequenz? Ein Leben zwischen Frankreich und Deutschland. Der Preis fürs freie Lernen. In Deutschland treffen wir die dritte Freilernerfamilie. Weil sie möglichst anonym bleiben wollen, nennen wir ihren Wohnort und Nachnamen nicht. Heike und Heiko leben mit ihren drei Kindern in einer Kleinstadt. Salim, 14 Jahre, Joy, 16 und Tobias, 12, gehen seit 6 Jahren nicht mehr in die Schule. Ihre Eltern haben früher als Entwicklungshelfer auf dem Balkan gearbeitet. Sie waren mal hier, mal dort und hatten darum in Sachen Schulpflicht eine Ausnahmegenehmigung der deutschen Behörden. Das ist schon viele Jahre her. Seither verhalten sie sich unauffällig und sind viel auf Reisen. Der 12-jährige Tobias mag besonders Natur und Technik. Wenn er Fragen hat, geht er ins Internet. Kein Lehrplan, keine Lernzeit. Er kann machen, was ihn interessiert. Im Moment ist das ein Harzklumpen. Vielleicht ein Bernstein? Ich weiß jetzt, was das Ding ist, was wir gefunden haben. Echt? Ja. Hast du geforscht? Und das, dieses Ding. Zeig mal. Wie heißt das? Wenn du hier, da ist so eine kleine Höhle. Ich denke, dass es das hier oder das ist. Oder? Ja. Dieser schwarze. Wir wandern und wir planen nicht, was wir jetzt dort finden, machen, tun wollen. Oder jetzt wollen wir den Eichel herforschen oder so. Nein, wir wandern einfach. Und ich sehe es jetzt dann halt so als meine Aufgabe, das insofern zu unterstützen, dass ich, wenn wir jetzt in der Bibliothek sind, vielleicht auch mit ihm zu schauen, wo sind die Bücher über Bernstein, dass man vielleicht was ausleiht. Aber wenn er sagt, nee, das Thema ist, ich will nicht, dann ist für ihn das Thema beendet. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber ist es nicht so, dass die Verantwortung dafür, was die Kinder lernen, dann spürst du die nicht für dich? Andere können die, was weiß ich, an die Schule, ans Bildungssystem abgeben? Ja, das sind natürlich schon innere Phasen, die wir da auch durchlaufen, die ich auch durchlaufen bin. Mal empfinde ich das stärker, mal weniger. Werden die Zweifel stark, versucht Heike auch schon mal, die Kinder zu aufsetzen oder Ähnlichem zu überreden. In der Regel ohne Erfolg. Also ich werde wirklich erstmal dies vorhanden. Auch ihr Mann Heiko ist überzeugt, dass die Kinder am besten lernen, wenn sie sich von selbst für etwas interessieren und nicht nach Plan. Salim war gerade 3 Monate bei einer Familie in Amerika. Gut für sein Englisch. Jetzt sollen die Geschwister die Homepage der Familie übersetzen. Sie hat nämlich eine eigene Hundezucht. Englisch für Freilerner. Traust du dir das zu? Ich würde. Das ist auf die Dauer viel Arbeit. Okay. Als es am Computer kurz nicht weitergeht, nutzt Joy die Chance. Sie will, dass ihr Vater ihr Bratschespielen beibringt. Ist das Freilernen, wenn eigentlich gerade Arbeit am Computer geplant war, dann doch umzuschwenken auf Bratschenunterricht? Nee, also das ist schon gut, wenn eine Sache ineinander läuft, nicht ständig herumhüpfen. Ich habe ja versucht zu bremsen, aber die lässt sich nicht bremsen. Und da ist die Energie, die dahinter steckt, die dann auch zu was führt. Weil man hört es früher, dass man die Kinder unter Weinen mussten sie Klavier spielen. Dann konnten sie vielleicht mit 10 Jahren schon auch ganz gut. Aber das Herz war nicht dabei. Joys Herz schlägt für Mode, Kostüme, Theater. Gerade war sie eine Woche in Paris. Seither näht sie fast rund um die Uhr an einem Eislaufkostüm. Irgendwie träumt doch jedes Kind davon, nicht zur Schule zu gehen. Und ich habe die Möglichkeit dazu. Keine Ahnung. Und ich finde, in der Schule lerne ich jetzt nicht unbedingt noch irgendwas, was ich hier nicht lernen könnte. Also gibt es für mich keinen so wirklichen Grund, dahin zu gehen. In der Schule haben wir die Themen nie so weit bearbeitet, dass mein Interesse so richtig geweckt wird einerseits, oder wenn es dann doch geweckt wurde, haben wir es nie so lange bearbeitet, dass ich jetzt alles aufgesaugt habe oder
Auch in Mathe, da lerne ich auch einige Sachen. Aber wenn ich die jetzt nicht so verwenden kann, dann frage ich mich auch, wofür muss ich das jetzt eigentlich alles lernen? Und so kleine Sachen, zum Beispiel bei dem Rock, habe ich mich mit der Kreisberechnung beschäftigen müssen, um den richtig zu berechnen. Das kann ich jetzt, das habe ich in meinem Kopf, das werde ich auch überall anwenden können. Heike ist Sozialpädagogin und Heiko Informatiker. Als die Kinder klein waren, hängten die beiden ihre guten Jobs an den Nagel und arbeiteten als Entwicklungshelfer in verschiedenen Roma-Projekten in Mazedonien und Bulgarien. 3 bis 4 Monate waren wir mittendrin in diesem Gebiet und wir haben mit dieser Familie gelebt, wo man hier 2 der Kinder sieht. Und wir haben da mit 9 Personen in einer ganz kleinen Hütte mit 2 Zimmern gewohnt und die Toilette war draußen, wie das dort so üblich ist. Das Ziel war auch, besser Romanes zu lernen, also die Sprache der Roma. Tobia wurde in Skopje geboren, Joy dort eingeschult. Ich bin in Skopje 2 Jahre lang auf eine amerikanische Schule gegangen, aber die war ganz klein, da waren nur 7 Leute. Salim wird in Deutschland eingeschult. Immer wieder sind sie für einige Monate zurück und die Kinder müssen dann deutsche Schulen besuchen. Joy kommt in Deutschland aufs Gymnasium. Das ist mein erster Schultag auf dem Gymnasium, also die 5. Klasse sozusagen. Ein paar Monate in Deutschland, dann wieder unterwegs. Mal Schule, mal keine. Das passte irgendwann nicht mehr zusammen. Die Schulpflicht wurde offiziell ausgesetzt. Seit ein paar Jahren leben sie nun wieder hier und sind bei den Behörden durchs Raster gefallen. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, du musst jetzt doch in die Schule gehen, Tobia, wie wäre das? Es wäre schon ziemlich nervig und blöd, aber wahrscheinlich würde ich nur 2 Wochen oder so in die Schule gehen und dann würden wir nach Bulgarien gehen oder Niederlande oder keine, was weiß ich wo. Warum? Weil das nicht unser Leben ist. Das Leben der Familie? Sie sind viel unterwegs, fahren in Museen und Ausstellungen in ganz Deutschland oder machen lange Reisen ins Ausland. Die Eltern sind sicher, dass ihre Kinder dabei lernen, was sie brauchen. Zurück in Frankreich. Auch Yolanda näht viel. Kreativität, Arbeit mit den Händen ist ihren Eltern sehr wichtig. Feste Lernzeiten für klassische Schulfächer gibt es nicht. Manchmal sagen Mama und Papa, dass ich da jetzt mal ein bisschen Lernzeit machen soll. Manchmal da mache ich es selber. Ich mache halt einfach das, wozu ich Lust habe. Ich mache relativ viel Mathe und Deutsch mache ich ab und zu mal so ein bisschen. Aber ich habe oft keine Lust. Hast du für dich das Gefühl, du musst da dranbleiben, du musst es mitbekommen, was die so machen, die 3? Oder lässt du das völlig frei und offen? Das lasse ich relativ frei und offen. Also ich bin da nicht hinten dran und sage jetzt, ach, guck mal, jetzt, das müsstest du jetzt noch können müssen und so. Also gar nicht. Ich versuche einfach da zu sein, wenn Fragen sind, dass ich da das einfach unterstütze. Aber die Impulse kommen weitgehend von den Kindern. Im Alltag klappt es nicht immer, in jeder Situation für jedes Kind da zu sein. Mama, kannst du ein bisschen bei Mathe helfen? Ich glaube, da müssen wir uns mal anders zu verabreden. Du könntest den Papa fragen, der ist ja heute auch da. Oder gekocht. Ja. Kontrollierst du die Sachen hinterher, Tanja? Wenn die Kinder mich fragen, ja. Wenn die Kinder mich nicht fragen, nein. Weil es immer so, ja, wenn ich hingehe und fange an zu kontrollieren und mache sie auf die ganzen Fehler aufmerksam, ist es wieder, dass ich sie auf die Defizite in ihrer Arbeit aufmerksam mache. Und klar haben wir das schon gehabt, aber das waren immer unschöne Situationen, frustrierende Situationen für die Kinder, wo sie dann die Bücher weggelegt haben und tagelang nichts mehr gemacht haben.
Die 11-jährige Jannika will heute etwas machen und hat sich daher die Liste mit ihren eigenen Lernvorschlägen vorgenommen. Dann habe ich mir da so ein paar Vorschläge hingeschrieben. Zum Beispiel ein Referat über Zecken, weil das mich total fasziniert, wie die das machen und wie die auf uns draufklettern, zum Beispiel. Informationen sucht auch Jannika im Internet. Also ich lese mir das halt so ein bisschen durch und gucke dann halt, ob das gut ist und ob ich das für mein Referat zum Beispiel geeignet halt oder nicht. Also ich weiß es von der Jannika, dass sie schon die Schule vermisst, insofern, dass sie sich wünscht, in diese Materialvielfalt eintauchen zu können. Also dass sie wirklich sagt, es wäre so schön, wenn mich etwas interessiert, das wählen zu können, in die Schule zu gehen und dort mir die Materialien raussuchen zu können, Menschen fragen zu können, die sich damit auskennen und da Unterstützung zu kriegen und nicht diese Verpflichtung habe, dass ich dann dort bleiben muss. Das wäre so wunderbar. Jannikas Schwester, die 9-jährige Runa, kocht und backt gerne. Koch und Sozialarbeiter Tobias macht gerade nebenbei noch ein Fernstudium Sozialpädagogik. Unter den Freilernern sind Pädagogen keine Seltenheit. Wir kennen viele, die Lehrer sind und ihre Kinder nicht in die Schule schicken, weil sie natürlich mitten in dem System sind und merken, was da für ein Druck herrscht und sich vielleicht auch Gedanken machen, ob dieser Druck sinnvoll ist. Der Druck in der Klasse, der da herrscht. Lernen funktioniert so nicht. Lernen funktioniert freiwillig. Sie möchte die Tomatensuppe kochen. Doch dafür muss Runa das Rezept lesen. Und damit hapert's noch. Wenn Sie lesen lernen wollen, dann lernen Sie auch lesen. Und das auch sehr, sehr schnell. Jolanda war noch nicht in der Schule, war noch im Kindergarten und hat sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht. Die Runa mit dem Lesen, die lässt sich sehr viel Zeit mit dem Schreiben. Da ist für mich so eine Sache, die großen Schwestern lesen Harry Potter oder haben Harry Potter gelesen. Und sie möchte natürlich jetzt auch auf dem Stand sein. Sie möchte auch Harry Potter lesen. Da muss man halt lesen. Ginge Runa in die Schule, wäre sie jetzt in der 3. Klasse. Da muss man lesen und schreiben können. Für ihre Eltern ist das nicht wichtig. Wenn ihr sagt, es ist frei, die Kinder lernen das, was das Leben ihnen bietet und was sie für das Leben wissen müssen. Wie ist es, wenn sie später irgendwelche Berufswünsche haben? Spätestens dann werden sie ja unter Umständen dann doch wieder mit diesen Regelungen konfrontiert. Sie können alle Abschlüsse in Deutschland als externe machen. Diese Regelungen gibt es. Und dann ist natürlich so ein bisschen anstößig, das so in den Raum zu stellen, aber es gibt ja tatsächlich Bildungswege, die eben die offiziellen Abschlüsse gar nicht erfordern. Ein paar Kilometer weiter in Frankreich bei der befreundeten Familie mit den Kindern Finn und Magali. Ihr Vater Achim hat sich zunächst schwer getan mit der Entscheidung fürs Freilernen. Ich bin Lehrer, ich bin Förderschullehrer. Und habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie man den ganzen Tag mit dem Thema Schule zu tun hat. Und dann die Frau kommt und sagt, unsere Kinder sollen nicht in die Schule gehen. Da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch. Es ist in der Schule, es ist ja so, dass es einfach ganz klar geregelt ist, wann, wer, was können, sollte, muss und so weiter und so fort. Das war bei unseren Kindern nicht so. Also was jetzt Lesekompetenz angeht oder Rechtschreibkompetenz. Magali hat ganz spät angefangen, wirklich korrekt zu schreiben oder orthografisch korrekt zu schreiben. Die hat ganz lang so geschrieben, wie sie es einfach gesagt hat. Und ich habe gedacht, boah, was soll aus dir werden irgendwie? Als Magali so 8, 9 war natürlich, da waren wir noch ziemlich unerfahren und haben schon gedacht, oh, was machen denn die anderen Grundschüler? Unser Kind spielt ein bisschen. Das war immer wieder mal eine Herausforderung. Das muss man wahrscheinlich auch aushalten können, oder? Mhm. Muss man aushalten können, wenn deine 8-jährige Tochter einfach keine Lust auf Schreiben hat und sagt, das interessiert mich nicht. Und du weißt, dass 8-jährige in der Grundschule natürlich schon seitenweise schreiben und mit Rechtschreibung und was nicht alles zu tun haben. Nur dann kommt der Moment, da ist sie 9,5 und sagt, so Mama, jetzt kommt's, jetzt will ich schreiben. Und jetzt hast du mir zu diktieren. Und dann hatten wir ein Jahr, hat sie mich rangenommen. Also tatsächlich, sie wollte von mir Diktate haben. Ich sollte ihr Sachen korrigieren. Sie hat wirklich geübt.
damit sie auf den gleichen Stand ist wie sonst auch. Magali lernt Klavier und Trompete an der Musikschule und spielt in mehreren Jugendorchestern. Ich würde gerne an der Musikschule unterrichten. Das finde ich cool. Also ist mal so eine Idee. Weißt du, was man machen muss, um das machen zu können? Ja, man muss halt studieren und dann man muss Abi machen und dann Musik studieren. Doch bis zum Abi ist es für die 14-Jährige noch ein weiter Weg. Erstmal heißt ihr Projekt Hauptschulabschluss. Claudia ist wieder mal unterwegs in Richtung Deutschland. Jetzt hat Magali dreimal die Woche Training in der Kletterhalle und dreimal die Woche Musikschule, nee, vier Termine sogar in der Musikschule. Und der Finn hat einmal die Woche Training, einmal die Woche Musikschule, dann noch Fußballtraining in Frankreich. Magali ist darauf angewiesen, dass sie gefahren wird, um ihre beste Freundin Kaya und andere Jugendliche zu treffen. Während Magali fast täglich im Auto sitzt, sind ihre deutschen Freunde längst allein unterwegs und selbstständiger. Und alle gehen natürlich in die Schule. Darum hat Magali vor ein paar Monaten noch mal einen Schulversuch gemacht. Es war mal ganz schön, für drei Wochen normal zu sein. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe es ziemlich genossen, aber ich war auch ziemlich enttäuscht, weil ich einfach gedacht habe, dass es wirklich so toll ist, wie alle einfach immer sagen, dass man da so viel lernt. Aber ich saß einfach, man sitzt einfach die ganze Zeit nur rum und von der Dreiviertelstunde Unterricht hat man vielleicht wirklich, wo man was Neues wirklich macht, wahrscheinlich eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Das fand ich jetzt ein bisschen frustrierend. Aber es war schön, aus der Schule rauszugehen und einfach zu wissen, dass man genau das Gleiche gelernt hat wie die anderen Kinder, auch wenn es jetzt nicht so viel war. Jetzt trifft Magali ihre Freunde wieder nur beim Klettern. Magali, wie oft bist du hier? Also dreimal die Woche. Ich würde gerne öfter kommen, aber meine Eltern wollen nicht so oft fahren. Das heißt, ich bin froh, dass ich hier dreimal die Woche zum Training kommen darf. Samstagmorgen, 6.30 Uhr in Deutschland. Heike und ihre Kinder machen sich auf den Weg zur Eishalle in der nächsten Großstadt. Ganz schön früh heute. Ja, das geht uns auch immer so. Samstagmorgens bei Dunkelheit los. Kriegst du die Kinder so früh gut aus dem Bett? Ja, ich meine, ein bisschen müde sind die schon, aber die wollen das ja. Das ist ja ihre Entscheidung, dass sie dahin wollen und dass sie da Eiskunstlaufunterricht nehmen wollen. Das heißt sechsmal Training in der Woche, wenn auch nicht immer ganz so früh. Seit eineinhalb Jahren Alltag für Joy und Tobia. Gut, Lukas. Während sie zu Hause machen können, was sie wollen, ist das bei der russischen Trainerin ganz anders. In der Eishalle gilt, was sie sagt, wird gemacht. Eins, zwei, drei, linke Hand. Ja, das war gut. Fuß, Fuß auch, genau. Es war für mich sehr ungewöhnlich, weil ich habe persönlich das Eiskunstlaufen so sehr stark mit Leistung und so verbunden und ja, ich war da unsicher, aber ich dachte dann auch da, ich will mein eigenes hinter das stellen, was die Kinder wirklich wollen. Joy hat zu spät angefangen, um noch an Meisterschaften teilnehmen zu können. Aber bei Tobia könnte es noch klappen, wenn er viel trainiert. Sie schaut sehr, sehr genau. Wenn man den Finger krumm hält oder irgendwas, ein Haar im Gesicht ist, dann nochmal. Los, Tobia! Wenn sie lobt, dann ist das wirklich, hat man das perfekt gemacht. Fußspitze runter. Ne? Noch ein paar Mal. Mit den klaren Ansagen können die Kinder gut umgehen. Wir wissen ja, was sie von uns erwarten und dass wir das leisten können, wenn wir uns wirklich anstrengen. Und sie machen das fair. Also wenn sie sich beschweren, dann können wir uns wirklich verbessern und an uns arbeiten. Was ja eigentlich ein schönes Gefühl ist. Es geht weiter in die Bibliothek. Alle drei Kinder lesen gern und viel, oft bis tief in die Nacht. Vor 10 stehen sie morgens selten auf. Dann sind in der Schule schon die ersten Stunden vorbei. Joy sucht heute nach Büchern über Mode. Salim, englische Literatur. Und Tobia Bücher über die Französische Revolution.
Hier haben wir zum Beispiel eins. Oder dieses hier. Das ist ein bisschen aktuellere Version. Habt ihr das gerade in der Schule, oder? Nee, ich will da wegen dem Spiel schauen. Okay. Ich muss mich informieren. Lässige Antworten auf die nervige Frage nach der Schule gehören für den 12-Jährigen zum Alltag. Wieder in Frankreich bei der Familie von Jannika. Als sie noch in Deutschland lebte, fand sie es schlimm, sich verstecken zu müssen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war in Deutschland, als ihr dann eben vormittags nicht raus konntet? Ja, das war doof. Also das war ziemlich doof. Weil dann hatten wir halt eigentlich so die Freiheit. Aber da mussten wir uns auch schon verstecken. Die Mama hat darauf geachtet, dass wir nicht rausgehen. Nach SGB 8, Paragraph 8a, machen wir uns strafbar in Deutschland. Die Kinder dauerhaft aus der Schule fernhalten, lässt einem sehr schnell das Jugendamt auf die Pelle rücken. Und das ist einfach schade. Man hat selber das Gefühl natürlich nicht, dass man sich strafbar macht. Nur wenn man sich dessen bewusst wird, dass es einfach eine Straftat ist, dann bekommt es, kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln und die Schultern zucken. Wo sind wir dann in diesem Augenblick, in welchem freien Land? Für Heike in Deutschland ist klar, werden die Behörden aufmerksam, gehen sie wieder ins Ausland. Hallo. Er ist inzwischen größer als ich. Ja, kann passieren, ey. Hi, ja. Besuch bei der Oma. Die ist auch Akademikerin und hat lange damit gehadert, dass ihre Enkel nicht in die Schule gehen. Ja, da war ich zunächst nicht so sehr glücklich darüber, denn ich dachte, die Sozialisierung in einer Klasse ist doch noch was anderes, als wenn man zu dritt zu Hause arbeitet. Sich einfügen in eine Klasse, dass man Freundinnen und Freunde hat, so viele Fächer und das willst du alles machen. Du bist doch nicht Lehrerin für Chemie, nicht für Sprachen, nicht für Mathematik. Hattest nicht? Du am Anfang Angst, dass du halt dachtest, ah, wenn die das Abitur nicht schaffen, dann ist die Katastrophe. Ich meine, das ist ja nicht schlimm, das ist ja erstmal. Naja, klar. Vor allem in unserer Familie, da hat eben jeder das Abitur gemacht. Nicht? Salim. Also ich mag technische Sachen, vom Programmieren bis zum Photoshoppen und ja, Wassersport. Der 14-jährige Salim kann seit 6 Jahren tun und lernen, wozu er Lust hat. Die klassischen Schulfächer gehören eher nicht dazu. Sehr gut. Und gleich wieder schließen. Am Ende der Grundschule wurde er offiziell abgemeldet. Ich fand's scheiße. Das früh aufstehen und dann dort sein, nicht zuhören, dann Zeit vergehen lassen. Also an Mitschülern lag es auf jeden Fall nicht. Auch nicht unbedingt an Lehrern. Es war das System, würde ich mal sagen. Es hat mir aber nicht gepasst. Den Segelschein hat er zum Geburtstag bekommen. Natürlich musste er hierfür auch die Theorie lernen. Das klappte, weil Salim wusste, wofür er lernt. So ist es auch bei seiner Schwester Joy. Ihr Ziel? Ein Highschool-Abschluss an einer Art amerikanischen Fernschule. Dafür habe ich mich eben mit Geschichte und Physik und Chemie und Mathe und also den schulischen Themen eigentlich so beschäftigen müssen. Aber ich durfte eigentlich ziemlich genau aussuchen, was ich machen möchte, also welches Thema mich dann interessiert. Wie viel die 16-Jährige tatsächlich einmal mit einem solchen Abschluss anfangen kann, weiß auch ihre Mutter Heike nicht. Natürlich habe ich auch manchmal Ängste. Die hätte ich wahrscheinlich auch, wenn sie die öffentliche Schule besuchen würde. Also das ist einfach als Mutter, mache mir einfach sehr viele Gedanken um sie. Und dann ist es aber, dann frage ich mich auch, was ist das eigentlich für eine Angst? Ist es diese Angst, dass sie irgendwas schlechter können? Sorgen, die immer mal wieder auftauchen. Wer will denn alles nochmal? Jetzt plant die Familie eine große Europareise durch England, Frankreich und Italien. Da kommt Heikes Vater her. Das Ziel der Reise ist Bulgarien. Was interessiert euch drei denn jetzt besonders? Also ich möchte unbedingt nach Venedig gehen,
weil ich diese Maskenbälle und diese historische Seite total toll finde. Ja, das ist so das Wichtigste gerade für mich auf dieser Fahrt. Wo du sein? Ich will eigentlich nirgends hin. Also wenn es an mir gehen würde, würde ich auch nirgends hinfahren. Würdest du hier bleiben? Ich würde hier bleiben. Warum? Naja, mir gefällt's hier. Und ich kann hier halt meinen Sport und Ähnliches weiterführen. Ja, er ist jetzt 14, 15 Jahre alt. Kann jetzt auch nicht 2 Monate zu Hause bleiben. Wir reisen ja nicht, weil wir hier unglücklich sind. Also wir sind ja hier auch glücklich. Und dennoch probieren wir eben mal was aus. Und das ist einfach so loslassen, immer wieder im Leben, um was Neues zu entdecken. Und dieses Loslassen für so eine längere Reise, das tut auch mal ein bisschen weh. Das ist so. Die Kinder haben in ihrem jungen Alter haben die mehr Länder, Kulturen, Lebensstile, soziale Unterschiede kennengelernt, erlebt, als die meisten 80-jährigen Menschen in diesem Land. Und das sind ja Erfahrungen, die kann niemand nehmen, die für mich sehr viel mit Bildung zu tun haben. Für uns ist die Welt das Klassenzimmer und das ist einfach fantastisch. Wieder in Frankreich. Auch Tanja ist unterwegs. Die Standardstrecke nach Deutschland als Kindertaxi. Montag klettern, Dienstag, Donnerstag Taekwondo und Freitag ist Chor. Und du bist die, die meistens fährt? Genau. Wenn Tobias abends frei hat, sind ja meistens Nachmittagabend die Termine. Dann fährt auch Tobias mal, aber in der Regel bin eher ich es, die fährt. Tanja ist gelernte Pferdefachwirtin, arbeitet aber zurzeit nicht. Anders wäre das Freilernen für die Familie nicht zu organisieren. Die Nähe zu den Kindern, das alternative Leben schätzt Tanja sehr. Aber sie ist auch immer gefragt. Eine Gratwanderung. Es ist die Grenze zwischen irgendwo einem ständigen Verfügbarsein für die Familie. Wo ist die Grenze zu meinem eigenen Bereich? Wann darf ich sein und nicht einfach immer nur für die Familie da? Das ist schon nicht alles immer nur heile Welt, sondern einfach... Das ist schon auch eine Belastung. Der Araber, der Winter der Lüfte. Die beiden Freilernerfamilien in Frankreich verbringen viel Zeit zusammen. Während die anderen Kinder spielen, rückt für Magali der Prüfungstermin näher. Also es lag eigentlich an mir, wie viel ich mich vorbereite. Und ich war ganz schön faul. Nein, wirklich, ich habe nicht viel gelernt. Ob Magali so den Hauptschulabschluss schafft? Müsste sie jetzt nicht mehr tun für die Prüfung? Nicht leicht, wenn um sie herum niemand lernen muss. Freilernen ist für uns ein ganz großer Begriff, der je nach Alter mit Spielen zu tun hat, mit draußen sein. Wir leben ja ländlich mit Tieren, einfach hier das ganz normale Leben zu genießen. Man ist frei. Man hat so dieses Gefühl, frei zu sein. Und das ist für mich das ziemlich Wichtigste. In Deutschland ist Schulpflicht. Ich finde es ganz schön doof, weil Deutschland ist schon schön. So von der Landschaft her auch. Da gibt es total tolle. Da gibt es so wunderschöne Sachen. Und ich wäre auch gerne in Deutschland wohnen geblieben. Weil dann habe ich halt deutsche Kontakte dann auch. Trotz aller Überzeugung, Kinder und Eltern sind hin und her gerissen. Wie stellen sich die Kinder ihr Leben vor? Wie die Eltern die Zukunft ihrer Kinder? Die Verantwortung wiegt schwer. Zweifel gibt es immer mal wieder, phasenweise? Klar, natürlich. Ganz klar. Das ist immer wieder so ein Auf und Ab. Manchmal gibt es Zeiten, das ist alles total schön und voll überzeugt davon.
dann gibt es eben auch wieder eine Phase, wo man denkt, oh mein Gott, was tun wir hier eigentlich überhaupt? Und Hilfe und wird mit seinen Ängsten konfrontiert. Ich habe mir zwar erst überlegt, ja, dass sie dann halt Abitur haben und studieren und gute Jobs haben. Das ist halt die Frage, ist das alles wichtig? Sicher ist es wichtig, einen Job zu haben und Geld zu verdienen. Aber ich glaube, die soziale Kompetenz ist einfach viel wichtiger, dass sie für sich einstehen können. Und wenn sie das können, dann machen sie auch, gehen sie auch ihren Weg. Und da brauche ich mir gar keine Gedanken darüber zu machen. Gell, Süße? Ich bin müde. Nur noch wenig Zeit bis zu Magalis Prüfungen. 5 schriftliche und 1 mündliche, eine Präsentation. Die erste in ihrem Leben. Ich vergleiche mich sehr gern mit anderen Leuten. Das ist so ein bisschen mein Problem irgendwie vielleicht. Und deshalb glaube ich, dass es mir ganz gut tun würde, glaube ich, jetzt mal einen Abschluss zu haben oder einfach nur eine Note in irgendeinem Fach. Was ist das für eine Englischaufgabe? Es ist so, dass wir die Kinder begleiten. Natürlich mit viel mehr Zeitstunden, als es normal die Eltern tun. Was immer wieder schwierig ist, dass wir die volle Verantwortung tragen für das, was wir tun. Das ist schon. Das merke ich, als meine Tochter mal 3 Wochen in die Schule ging. Oh, schön, jetzt sind die Lehrer dran. Auch Vater Achim unterstützt Magalis Wunsch nach einem regulären Schulabschluss. Für ihn kein Widerspruch zum Freilernen. Es ist mir auch ganz wichtig, dass es uns definitiv nicht darum geht, das System Schule in Frage zu stellen. Ich denke, dass Schule für eine Gesellschaft eine ganz wichtige Funktion hat. Aber ein Land oder ein Staat sollte auch eine Möglichkeit offen halten für Menschen, die sich da was anderes drunter vorstellen. Wenn es in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben würde bei uns in Deutschland, dass das einfach in den legalen Rahmen kommt, auch unter Auflagen, wegen mir auch unter strengen Auflagen. Wir wären in Deutschland geblieben, wenn das Jugendamt gesagt hätte, wie es kommt, sie kommen jede Woche vorbei und schauen, ob es den Kindern gut geht. Sollen sie doch kommen, habe ich doch kein Problem damit. Heute ist der Tag der Prüfung. Die macht Magali als sogenannte Externe an einer normalen Hauptschule. Hier weiß niemand, dass sie seit Jahren nicht in die Schule geht. Es ist wie eine Bestätigung für das, wo man 9 Jahre lang im luftleeren Raum hing und nicht wusste, wo es hinführt. Man ist aufgeregt, man ist nervös. Man wünscht sich das Beste für sein Kind, oder? Ganz normal. Man hofft, dass alles so gut wird, wie sie es sich erwünscht und wie ich mir es für sie wünsche. Dann ist es soweit. Die Prüfung ist vorbei. Du darfst noch gar nichts sagen. Wie hat's geklappt? Ganz gut, doch. Ja. Aber ich habe noch keine Noten, tut mir leid. Das durften Sie noch nicht sagen, aber es war gut, haben Sie gesagt. Also alles, generell. Okay, was ist es für ein Gefühl jetzt? Das ist jetzt sehr gut. 4 Wochen später erfährt Magali, dass sie den Hauptschulabschluss mit 1,9 bestanden hat. Nächstes Jahr will sie den Realschulabschluss machen. Nee, 4 Termine sogar in der Musikschule. Und der Finn hat einmal die Woche Training, einmal die Woche Musikschule, dann noch Fußballtraining in Frankreich. Magali ist darauf angewiesen, dass sie gefahren wird, um ihre beste Freundin Kaya und andere Jugendliche zu treffen. Während Magali fast täglich im Auto sitzt, sind ihre deutschen Freunde längst allein unterwegs und selbstständiger. Und alle gehen natürlich in die Schule. Darum hat Magali vor ein paar Monaten noch mal einen Schulversuch gemacht. Es war mal ganz schön, für 3 Wochen normal zu sein. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe es ziemlich genossen, aber ich war auch ziemlich enttäuscht, weil ich einfach gedacht habe, dass es wirklich so toll ist, wie alle einfach immer sagen, dass man da so viel lernt. Aber ich saß einfach, man sitzt einfach die ganze Zeit nur rum und von der Dreiviertelstunde Unterricht hat man vielleicht wirklich, wo man was Neues wirklich macht, wahrscheinlich eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Das fand ich jetzt ein bisschen frustrierend. Aber es war schön, aus der Schule rauszugehen und einfach zu wissen, dass man genau das Gleiche gelernt hat wie die anderen Kinder, auch wenn es jetzt nicht so viel war. Jetzt trifft Magali ihre Freunde wieder nur beim Klettern.
Magali, wie oft bist du hier? Also dreimal die Woche. Ich würde gerne öfter kommen, aber meine Eltern wollen nicht so oft fahren. Das heißt, ich bin froh, dass ich hier dreimal die Woche zum Training kommen darf. Samstagmorgen 6.30 Uhr in Deutschland. Heike und ihre Kinder machen sich auf den Weg zur Eishalle in der nächsten Großstadt. Ganz schön früh heute. Ja, das geht uns auch immer so. Samstagmorgens bei Dunkelheit los. Kriegst du die Kinder so früh gut aus dem Bett? Ja, ich meine, ein bisschen müde sind die schon, aber die wollen das ja. Das ist ja ihre Entscheidung, dass sie dahin wollen und dass sie da Eiskunstlaufunterricht nehmen wollen. Das heißt sechsmal Training in der Woche, wenn auch nicht immer ganz so früh. Seit eineinhalb Jahren Alltag für Joy und Tobias. Gut, Lukas. Während sie zu Hause machen können, was sie wollen, ist das bei der russischen Trainerin ganz anders. In der Eishalle gilt, was sie sagt, wird gemacht. Eins, zwei, drei, linke Hand. Ja, das war gut. Fuß, Fuß auch, genau. Es war für mich sehr ungewöhnlich, weil ich habe persönlich das Eiskunstlaufen so sehr stark mit Leistung und so verbunden und ja, ich war da unsicher, aber ich dachte dann auch da, ich will mein eigenes hinter das stellen, was die Kinder wirklich wollen. Joy hat zu spät angefangen, um noch an Meisterschaften teilnehmen zu können. Aber bei Tobias könnte es noch klappen, wenn er viel trainiert. Zum Beispiel geeignet halt oder nicht. Also ich weiß es von der Jannika, dass sie schon die Schule vermisst, insofern, dass sie sich wünscht, in diese Materialvielfalt eintauchen zu können. Also dass sie wirklich sagt, es wäre so schön, wenn mich etwas interessiert, das wählen zu können, in die Schule zu gehen und dort mir die Materialien raussuchen zu können, Menschen fragen zu können, die sich damit auskennen und da Unterstützung zu kriegen und nicht diese Verpflichtung habe, dass ich dann dort bleiben muss. Das wäre so wunderbar. Jannikas Schwester, die 9-jährige Runa, kocht und backt gerne. Koch und Sozialarbeiter Tobias macht gerade nebenbei noch ein Fernstudium Sozialpädagogik. Unter den Freilernern sind Pädagogen keine Seltenheit. Wir kennen viele, die Lehrer sind und ihre Kinder nicht in die Schule schicken, weil sie natürlich mitten in dem System sind und merken, was da für ein Druck herrscht und sich vielleicht auch Gedanken machen, ob dieser Druck sinnvoll ist. Der Druck in der Klasse, der da herrscht. Lernen funktioniert so nicht. Lernen funktioniert freiwillig. Sie möchte die Tomatensuppe kochen. Doch dafür muss Runa das Rezept lesen. Und damit hapert's noch. Wenn Sie lesen lernen wollen, dann lernen Sie auch lesen. Und das auch sehr, sehr schnell. Jolanda war noch nicht in der Schule, war noch im Kindergarten und hat sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht. Die Runa mit dem Lesen, die lässt sich sehr viel Zeit mit dem Schreiben. Da ist für mich so eine Sache, die großen Schwestern lesen Harry Potter oder haben Harry Potter gelesen. Und sie möchte natürlich jetzt auch auf dem Stand sein. Sie möchte auch Harry Potter lesen. Da muss man halt lesen. Ginge Runa in die Schule, wäre sie jetzt in der 3. Klasse. Da muss man lesen und schreiben können. Für ihre Eltern ist das nicht wichtig. Wenn ihr sagt, es ist frei, die Kinder lernen das, was das Leben ihnen bietet und was sie für das Leben wissen müssen. Wie ist es, wenn sie später irgendwelche Berufswünsche haben? Spätestens dann werden sie ja unter Umständen dann doch wieder mit diesen Regelungen konfrontiert. Sie können alle Abschlüsse in Deutschland als externe machen. Diese Regelungen gibt es. Und dann ist natürlich so ein bisschen anstößig, das so in den Raum zu stellen, aber es gibt ja tatsächlich Bildungswege, die eben die offiziellen Abschlüsse gar nicht erfordern. Ein paar Kilometer weiter in Frankreich bei der befreundeten Familie mit den Kindern Finn und Magali. Ihr Vater Achim hat sich zunächst schwer getan mit der Entscheidung fürs Freilernen. Ich bin Lehrer, ich bin Förderschullehrer. Jetzt plant die Familie eine große Europareise durch England, Frankreich und Italien. Da kommt Heikes Vater her. Das Ziel der Reise ist Bulgarien. 800, schätze ich mal, oder?
Was interessiert euch drei denn jetzt besonders? Also ich möchte unbedingt nach Venedig gehen, weil ich diese Maskenbälle und diese historische Seite total toll finde. Ja, das ist so das Wichtigste gerade für mich auf dieser Fahrt. Wo du sein? Ich will eigentlich nirgends hin. Also wenn es an mir gehen würde, würde ich auch nirgends hinfahren. Würdest du hier bleiben? Ich würde hier bleiben. Warum? Naja, mir gefällt's hier. Und ich kann hier halt meinen Sport und Ähnliches weiterführen. Ja, er ist jetzt 14, 15 Jahre alt. Kann jetzt auch nicht 2 Monate zu Hause bleiben. Wir reisen ja nicht, weil wir hier unglücklich sind. Also wir sind ja hier auch glücklich. Und dennoch probieren wir eben mal was aus. Und das ist einfach so loslassen, immer wieder im Leben, um was Neues zu entdecken. Und dieses Loslassen für so eine längere Reise, das tut auch mal ein bisschen weh. Das ist so. Die Kinder haben in ihrem jungen Alter haben die mehr Länder, Kulturen, Lebensstile, soziale Unterschiede kennengelernt, erlebt, als die meisten 80-jährigen Menschen in diesem Land. Und das sind ja Erfahrungen, die kann niemand nehmen, die für mich sehr viel mit Bildung zu tun haben. Für uns ist die Welt das Klassenzimmer und das ist einfach fantastisch. Wieder in Frankreich. Auch Tanja ist unterwegs. Die Standardstrecke nach Deutschland als Kindertaxi. Montag klettern, Dienstag, Donnerstag Taekwondo und Freitag ist Chor. Und du bist die, die meistens fährt? Genau. Wenn Tobias abends frei hat, sind ja meistens Nachmittagabend die Termine. Dann fährt auch Tobias mal, aber in der Regel bin eher ich es, die fährt. Tanja ist gelernte Pferdefachwirtin, arbeitet aber zurzeit nicht. Anders wäre das Freilernen für die Familie nicht zu organisieren. Die Nähe zu den Kindern, das alternative Leben schätze geboren, Joy dort eingeschult. Ich bin in Skopje 2 Jahre lang auf eine amerikanische Schule gegangen, aber die war ganz klein, da waren nur 7 Leute. Salim wird in Deutschland eingeschult. Immer wieder sind sie für einige Monate zurück und die Kinder müssen dann deutsche Schulen besuchen. Joy kommt in Deutschland aufs Gymnasium. Das ist mein erster Schultag auf dem Gymnasium, also die 5. Klasse sozusagen. Ein paar Monate in Deutschland, dann wieder unterwegs. Mal Schule, mal keine. Das passte irgendwann nicht mehr zusammen. Die Schulpflicht wurde offiziell ausgesetzt. Seit ein paar Jahren leben sie nun wieder hier und sind bei den Behörden durchs Raster gefallen. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, du musst jetzt doch in die Schule gehen, Tobia, wie wäre das? Es wäre schon ziemlich nervig und blöd, aber wahrscheinlich würde ich nur 2 Wochen oder so in die Schule gehen und dann würden wir nach Bulgarien gehen oder Niederlande oder keine, was weiß ich wo. Warum? Weil das nicht unser Leben ist. Das Leben der Familie? Sie sind viel unterwegs, fahren in Museen und Ausstellungen in ganz Deutschland oder machen lange Reisen ins Ausland. Die Eltern sind sicher, dass ihre Kinder dabei lernen, was sie brauchen. Zurück in Frankreich. Auch Yolanda näht viel. Kreativität, Arbeit mit den Händen ist ihren Eltern sehr wichtig. Feste Lernzeiten für klassische Schulfächer gibt es nicht. Manchmal sagen Mama und Papa, dass ich da jetzt mal ein bisschen Lernzeit machen soll. Manchmal, da mache ich es selber. Ich mache halt einfach das, wozu ich Lust habe. Ich mache relativ viel Mathe und Deutsch mache ich ab und zu mal so ein bisschen, aber ich habe oft keine Lust.
für dich das Gefühl, du musst da dranbleiben, du musst es mitbekommen, was die so machen, die drei? Oder lässt du das völlig frei und offen? Das lasse ich relativ frei und offen. Also ich bin da nicht hinten dran und sage jetzt, ach, guck mal, jetzt das müsstest du jetzt noch können müssen und so. Also gar nicht. Ich versuche einfach da zu sein, wenn Fragen sind, dass ich da das einfach unterstütze. Aber die Impulse kommen weitgehend von den Kindern. Im Alltag klappt es nicht immer, in jeder Situation für jedes Kind da zu sein. Mama, kannst du ein bisschen bei Mathe helfen? Dann müssen wir uns mal anders zu verabreden. Kein Lehrplan, keine Lernzeit. Er kann machen, was ihn interessiert. Im Moment ist das ein Harzklumpen. Vielleicht ein Bernstein? Ich weiß jetzt, was das Ding ist, was wir gefunden haben. Echt? Ja. Hast du geforscht? Das ist dieses Ding. Zeig mal. Wie heißt das? Endlich hier. Da ist so eine kleine Höhle. Ich denke, dass es das hier oder das ist. Oder? Ja. Dieser schwarze. Wir wandern und wir planen nicht, was wir jetzt dort finden, machen, tun wollen. Oder jetzt wollen wir den Eichel herforschen oder so. Nein, wir wandern einfach. Und ich sehe es jetzt dann halt so als meine Aufgabe, das insofern zu unterstützen. Dass ich, wenn wir jetzt in der Bibliothek sind, vielleicht auch mit ihm zu schauen, wo sind die Bücher über Bernstein, dass man vielleicht was ausleiht. Ja. Aber wenn er sagt, nee, das Thema ist, ich will nicht, dann ist für ihn das Thema beendet. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber ist es nicht so, dass die Verantwortung dafür, was die Kinder lernen, dann spürst du die nicht für dich? Andere können die, was weiß ich, an die Schule, ans Bildungssystem abgeben? Ja, das sind natürlich schon innere Phasen, die wir da auch durchlaufen, die ich auch durchlaufen bin. Mal empfinde ich das stärker, mal weniger. Werden die Zweifel stark, versucht Heike auch schon mal, die Kinder zu aufsetzen oder Ähnlichem zu überreden. In der Regel ohne Erfolg. Also ich würde wirklich erstmal dies vorhandene. Auch ihr Mann Heiko ist überzeugt, dass die Kinder am besten lernen, wenn sie sich von selbst für etwas interessieren und nicht nach Plan. Aber ich würde es einfach jetzt. Salim war gerade 3 Monate bei einer Familie in Amerika. Gut für sein Englisch. Jetzt sollen die Geschwister die Homepage der Familie übersetzen. Sie hat nämlich eine eigene Hundezucht. Englisch für Freilerner. Traust du dir das zu? Ich würde. Das ist auf die Dauer viel Arbeit. Okay. Als es am Computer kurz nicht weitergeht, nutzt Joy die Chance. Sie will, dass ihr Vater ihr Bratschespielen beibringt. Ist das Freilernen, wenn eigentlich gerade Arbeit am Computer geplant war, dann doch umzuschwenken auf Bratschenunterricht? Nee, also das ist schon gut, wenn eine Sache ineinander läuft, nicht ständig herumhüpfen. Ich habe ja versucht zu bremsen, aber die lässt sich nicht bremsen. Und da ist die Energie, die dahinter steckt, die dann auch zu was führt, weil. Man hört es früher, dass die Kinder unter Weinen mussten sie Klavier spielen. Dann konnten sie vielleicht mit 10 Jahren schon auch ganz gut, aber das Herz war nicht dabei. Joys Herz schlägt für Mode, Kostüme, Theater. Gerade war sie eine Woche in Paris. Seither näht sie fast rund um die Uhr an einem Eislaufkostüm. Irgendwie träumt doch jedes Kind davon, nicht zur Schule zu gehen. Und ich habe die Möglichkeit dazu. Jetzt wollen wir den Eichel herforschen oder so. Nein, wir wandern einfach. Und ich sehe es jetzt dann halt so als meine Aufgabe, das insofern zu unterstützen, dass ich, wenn wir jetzt in der Bibliothek sind, vielleicht auch mit ihm zu schauen, wo sind die Bücher über Bernstein, dass man vielleicht was ausleiht. Ja. Aber wenn er sagt, nee, das Thema ist, ich will nicht, dann ist für ihn das Thema beendet. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber ist es nicht so, dass die Verantwortung dafür, was die Kinder lernen, dann spürst du die nicht für dich? Andere können die, was weiß ich, an die Schule, ans Bildungssystem abgeben? Ja, das sind natürlich schon innere Phasen, die wir da auch durchlaufen, die ich auch durchlaufen bin. Mal empfinde ich das stärker, mal weniger. Werden die Zweifel stark, versucht Heike auch schon mal, die Kinder zu aufsetzen oder Ähnlichem zu überreden. In der Regel ohne Erfolg. Also ich würde wirklich erstmal dies vorhandene. Auch ihr Mann Heiko ist überzeugt, dass die Kinder am besten lernen, wenn sie sich von selbst für etwas interessieren und nicht nach Plan. Aber ich würde es einfach jetzt. Salim war gerade 3 Monate bei einer Familie in Amerika. Gut für sein Englisch. Jetzt sollen die Geschwister die Homepage der Familie übersetzen. Sie hat nämlich eine eigene Hundezucht. Englisch für Freilerner.
Traust du dir das zu? Ich würde... Das ist auf die Dauer viel Arbeit. Okay. Als es am Computer kurz nicht weitergeht, nutzt Joy die Chance. Sie will, dass ihr Vater ihr Bratschespielen beibringt. Das Freilernen, wenn eigentlich gerade Arbeit am Computer geplant war, dann doch umzuschwenken auf Bratschenunterricht? Nee, also das ist schon gut, wenn eine Sache ineinander läuft, nicht ständig herumhüpfen. Ich habe ja versucht zu bremsen, aber die ließ sich nicht bremsen. Und da ist die Energie, die dahinter steckt, die dann auch zu was führt, weil... Man hört es früher, dass man die Kinder unter Weinen mussten sie Klavier spielen. Dann konnten sie vielleicht mit 10 Jahren schon auch ganz gut, aber das Herz war nicht dabei. Joys Herz schlägt für Mode, Kostüme, Theater. Gerade war sie eine Woche in Paris. Seither näht sie fast rund um die Uhr an einem Eislaufkostüm. Irgendwie träumt doch jedes Kind davon, nicht zur Schule zu gehen. Und ich habe die Möglichkeit dazu. Keine Ahnung. Und ich finde, in der Schule lerne ich jetzt nicht unbedingt noch irgendwas, was ich hier nicht lernen könnte. Also gibt es für mich keinen so wirklichen Grund, dahin zu gehen. In der Schule haben wir die Themen nie so weit bearbeitet, dass mein Interesse so richtig geweckt wird einerseits. Oder wenn es dann doch geweckt wurde, haben wir es nie so lange bearbeitet, dass ich jetzt alles aufgesaugt habe. Oder auch in Mathe, da lerne ich auch einige Sachen. Aber wenn ich die jetzt nicht so verwenden kann, dann frage ich mich auch, wofür muss ich das jetzt eigentlich alles lernen? Ja, das ist so das Wichtigste gerade für mich auf dieser Fahrt. Wo du sein? Ich will eigentlich nirgends hin. Also wenn es an mir gehen würde, würde ich auch nirgends hinfahren. Würdest du hier bleiben? Ich würde hier bleiben. Warum? Naja, mir gefällt es hier. Und ich kann hier halt meinen Sport und Ähnliches weiterführen. Ja, er ist jetzt 14, 15 Jahre alt. Kann jetzt auch nicht 2 Monate zu Hause bleiben. Wir reisen ja nicht, weil wir hier unglücklich sind. Also wir sind ja hier auch glücklich. Und dennoch probieren wir eben mal was aus. Und das ist einfach so loslassen. Immer wieder im Leben, um was Neues zu entdecken und dieses Loslassen für so eine längere Reise, das tut auch mal ein bisschen weh. Das ist so. Die Kinder haben in ihrem jungen Alter haben die mehr Länder, Kulturen, Lebensstile, soziale Unterschiede kennengelernt, erlebt. Als die meisten 80-jährigen Menschen in diesem Land. Und das sind ja Erfahrungen, die kann niemand nehmen, die für mich sehr viel mit Bildung zu tun haben. Für uns ist die Welt das Klassenzimmer und das ist einfach fantastisch. Wieder in Frankreich. Auch Tanja ist unterwegs. Die Standardstrecke nach Deutschland als Kindertaxi. Montag klettern, Dienstag, Donnerstag Taekwondo und Freitag ist Chor. Und du bist die, die meistens fährt? Genau. Wenn Tobias abends frei hat, sind ja meistens Nachmittagabend die Termine. Dann fährt auch Tobias mal, aber in der Regel bin eher ich es, die fährt. Tanja ist gelernte Pferdefachwirtin, arbeitet aber zurzeit nicht. Anders wäre das Freilernen für die Familie nicht zu organisieren. Die Nähe zu den Kindern, das alternative Leben schätzt Tanja sehr. Aber sie ist auch immer gefragt. Eine Gratwanderung. Ist die Grenze zwischen irgendwo einem ständigen Verfügbarsein für die Familie? Wo ist die Grenze zu meinem eigenen Bereich? Wann darf ich sein und nicht einfach immer nur für die Familie da? Das ist schon nicht alles immer nur heile Welt, sondern einfach... Das ist schon auch eine Belastung. Wäre sie jetzt in der 3. Klasse, da muss man lesen und schreiben können. Für ihre Eltern ist das nicht wichtig. Wenn ihr sagt, es ist frei, die Kinder lernen das, was das Leben ihnen bietet und was sie für das Leben wissen müssen. Wie ist es, wenn sie später irgendwelche Berufswünsche haben?
Spätestens dann werden Sie ja unter Umständen dann doch wieder mit diesen Regelungen konfrontiert. Sie können alle Abschlüsse in Deutschland als externe machen. Diese Regelungen gibt es. Und dann ist es natürlich so ein bisschen anstößig, das so in den Raum zu stellen. Aber es gibt ja tatsächlich Bildungswege, die eben die offiziellen Abschlüsse gar nicht erfordern. Ein paar Kilometer weiter in Frankreich bei der befreundeten Familie mit den Kindern Finn und Magali. Ihr Vater Achim hat sich zunächst schwer getan mit der Entscheidung fürs Freilernen. Ich bin Lehrer, ich bin Förderschullehrer und habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie man den ganzen Tag mit dem Thema Schule zu tun hat. Und dann die Frau kommt und sagt, unsere Kinder sollen nicht in die Schule gehen. Da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch. Es ist in der Schule, es ist ja so, dass es einfach ganz klar geregelt ist, wann, wer, was können, sollte, muss und so weiter und so fort. Das war bei unseren Kindern nicht so. Also was jetzt Lesekompetenz angeht oder Rechtschreibkompetenz. Magali hat ganz spät angefangen, wirklich korrekt zu schreiben oder orthografisch korrekt zu schreiben. Die hat ganz lang so geschrieben, wie sie es einfach gesagt hat. Und ich habe gedacht, boah, was soll aus dir werden irgendwie? Als Magali so 8, 9 war natürlich, da waren wir noch ziemlich unerfahren und haben schon gedacht, oh, was machen denn die anderen Grundschüler? Unser Kind spielt ein bisschen. Das war immer wieder mal eine Herausforderung. Das muss man wahrscheinlich auch aushalten können, oder? Muss man aushalten können, wenn deine 8-jährige Tochter einfach keine Lust auf Schreiben hat und sagt, das interessiert mich nicht. Und du weißt, dass 8-jährige in der Grundschule natürlich schon seitenweise schreiben und mit Rechtschreibung und was nicht alles zu tun haben. Nur dann kommt der Moment, da ist sie 9,5 und sagt, so Mama, jetzt kommt's, jetzt will ich schreiben. Und jetzt hast du mir zu diktieren. Und dann hatten wir ein Jahr, hat sie mich rangenommen. Also tatsächlich, sie wollte von mir Diktate haben. Ich sollte ihr Sachen korrigieren. Sie hat wirklich geübt, damit sie auf den gleichen Stand ist wie sonst auch. Magali lernt Klavier und Trompete an der Musikschule und spielt in mehreren Jugendorchestern. Ich würde gerne an der Musikschule unterrichten. Das finde ich cool. Also ist mal so eine Idee. Weißt du, was man machen muss, um das machen zu können? Ja, man muss halt studieren. Das ist nicht wichtig. Wenn ihr sagt, es ist frei, die Kinder lernen das, was das Leben ihnen bietet und was sie für das Leben wissen müssen. Wie ist es, wenn Sie später irgendwelche Berufswünsche haben? Spätestens dann werden Sie ja unter Umständen dann doch wieder mit diesen Regelungen konfrontiert. Sie können alle Abschlüsse in Deutschland als externe machen. Diese Regelungen gibt es. Und dann ist es natürlich so ein bisschen anstößig, das so in den Raum zu stellen. Aber es gibt ja tatsächlich Bildungswege, die eben die offiziellen Abschlüsse gar nicht erfordern. Ein paar Kilometer weiter in Frankreich bei der befreundeten Familie mit den Kindern Finn und Magali. Ihr Vater Achim hat sich zunächst schwer getan mit der Entscheidung fürs Freilernen. Ich bin Lehrer, ich bin Förderschullehrer und habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie man den ganzen Tag mit dem Thema Schule zu tun hat und dann die Frau kommt und sagt, unsere Kinder sollen nicht in die Schule gehen. Da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch. Es ist in der Schule, es ist ja so, dass es einfach ganz klar geregelt ist, wann, wer, was können, sollte, muss und so weiter und so fort. Das war bei unseren Kindern nicht so. Also was jetzt Lesekompetenz angeht oder Rechtschreibkompetenz. Magali hat ganz spät angefangen, wirklich korrekt zu schreiben oder orthografisch korrekt zu schreiben. Die hat ganz lang so geschrieben, wie sie es einfach gesagt hat. Und ich habe gedacht, boah, soll aus dir werden irgendwie. Als Magali so 8, 9 war natürlich, da waren wir noch ziemlich unerfahren und haben schon gedacht, oh, was machen denn die anderen Grundschüler? Unser Kind spielt ein bisschen. Das war immer wieder mal eine Herausforderung. Das muss man wahrscheinlich auch aushalten können, oder? Muss man aushalten können, wenn deine 8-jährige Tochter einfach keine Lust auf Schreiben hat und sagt, das interessiert mich nicht. Und du weißt, dass 8-jährige in der Grundschule natürlich schon seitenweise schreiben und mit Rechtschreibung und was nicht alles zu tun haben. Nur dann kommt der Moment, da ist sie 9,5 und sagt, so Mama, jetzt kommt's, jetzt will ich schreiben. Und jetzt hast du mir zu diktieren. Und dann hatten wir ein Jahr,
hat sie mich rangenommen. Also tatsächlich, sie wollte von mir Diktate haben. Ich sollte ihre Sachen korrigieren. Sie hat wirklich geübt, damit sie auf den gleichen Stand ist wie sonst auch. Magali lernt Klavier und Trompete an der Musikschule und spielt in mehreren Jugendorchestern. Ich würde gerne an der Musikschule unterrichten. Das finde ich cool. Also ist mal so eine Idee. Weißt du, was man machen muss, um das machen zu können? Ja, man muss halt studieren und dann muss Abi machen und dann Musik studieren. Dass mein Interesse so richtig geweckt wird einerseits, oder wenn es dann doch geweckt wurde, haben wir es nie so lange bearbeitet, dass ich jetzt alles aufgesaugt habe. Oder auch in Mathe, da lerne ich auch einige Sachen. Aber wenn ich die jetzt nicht so verwenden kann, dann frage ich mich auch, wofür muss ich das jetzt eigentlich alles lernen? Und so kleine Sachen, zum Beispiel bei dem Rock, habe ich mich mit der Kreisberechnung beschäftigen müssen, um den richtig zu berechnen. Das kann ich jetzt, das habe ich in meinem Kopf, das werde ich auch überall anwenden können. Heike ist Sozialpädagogin und Heiko Informatiker. Als die Kinder klein waren, hängten die beiden ihre guten Jobs an den Nagel und arbeiteten als Entwicklungshelfer in verschiedenen Roma-Projekten in Mazedonien und Bulgarien. 3 bis 4 Monate waren wir mittendrin in diesem Gebiet und wir haben mit dieser Familie gelebt, wo man hier 2 der Kinder sieht. Und wir haben da mit 9 Personen in einer ganz kleinen Hütte mit 2 Zimmern gewohnt und die Toilette war draußen, wie das dort so üblich ist. Das Ziel war auch, besser Romanes zu lernen, also die Sprache der Roma. Tobia wurde in Skopje geboren, Joy dort eingeschult. Ich bin in Skopje 2 Jahre lang auf eine amerikanische Schule gegangen, aber die war ganz klein, da waren nur 7 Leute. Salim wird in Deutschland eingeschult. Immer wieder sind sie für einige Monate zurück und die Kinder müssen dann deutsche Schulen besuchen. Joy kommt in Deutschland aufs Gymnasium. Das ist mein erster Schultag auf dem Gymnasium, also die 5. Klasse sozusagen. Ein paar Monate in Deutschland, dann wieder unterwegs. Mal Schule, mal keine. Das passte irgendwann nicht mehr zusammen. Die Schulpflicht wurde offiziell ausgesetzt. Seit ein paar Jahren leben sie nun wieder hier und sind bei den Behörden durchs Raster gefallen. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, du musst jetzt doch in die Schule gehen, Tobia, wie wäre das? Es wäre schon ziemlich nervig und blöd, aber wahrscheinlich würde ich nur 2 Wochen oder so in die Schule gehen und dann würden wir nach Bulgarien gehen oder Niederlande oder keine, was weiß ich wo. Warum? Weil das nicht unser Leben ist. Das Leben der Familie? Sie sind viel unterwegs, fahren in Museen und Ausstellungen in ganz Deutschland oder machen lange Reisen ins Ausland. Die Eltern sind sicher, dass ihre Kinder dabei lernen, was sie brauchen. Zurück in Frankreich. Auch Yolanda näht viel. Kreativität, Arbeit mit den Händen ist ihren Eltern sehr wichtig. Feste Lernzeiten.